Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es euch ja schon total lange versprochen und heute machen wir es einfach. Ich zeige euch jetzt mal unsere neue Wohnung. Ihr wisst ja, wir sind letztes Jahr umgezogen, wir sind auf Eigenbedarf gekündigt worden. Übrigens nochmal vielen Dank dafür. Aber ich bin froh, dass ich da ausgezogen bin. Das war die Katastrophe. Ich bin froh, dass wir diese Wohnung gefunden haben. Die ist wunderschön. Ein Unterschied Tag und Nacht zur anderen Wohnung. Und ich würde sagen, wenn du Bock drauf hast, dann bleib einfach dran. Wir fangen gleich im Flur an und gehen einfach komplett mal durch die ganze Wohnung, außer im Kinderzimmer. Das tut mir leid, das zeige ich euch nicht. Ich finde, das muss einfach nicht sein. Ja, dann würde ich sagen, wenn du Bock drauf hast, dann bleib dran und wir legen sofort los. Ja, wir sind im Hausflur, also in unserem Flur. Ich fange einfach mal in der Küche an. Viele, die mich schon länger kennen, kennen natürlich diese Küche. Das ist meine Hochglanzküche, die habe ich mir mal vor. Boah, ich glaube, die ist schon 10 Jahre alt, ne? Schreibt mal in die Kommentare, sieht man das der Küche an oder nicht? Also ich finde nicht. Ja, hier spielt sich halt morgens alles ab, ne? Wenn wir aufgestanden sind. Und dann gibt es erstmal Essen und das ist nämlich der nächste Raum, der kommt gleich. Aber ich möchte euch zeigen, ich habe mir hier nochmal eine andere Küche, die war auch im Angebot, die war überhaupt nicht teuer. Guck mal, typisch Mann. Ich habe dem eben gesagt, ich will was drehen und der stellt mir hier die Milch hin. Ach, egal. Die hatten wir uns dazu gekauft. Normalerweise gehört ja da ein Herd rein. Da habe ich aber jetzt Flaschen hingestellt und ich brauche ja auch ein bisschen Ablagefläche und ich habe es halt gerne, wenn überall alles so schön geordnet ist. Ich liebe das und dann gehen wir auch schon direkt weiter zu einem tollen Raum und zwar ist das, da haben wir gerade das Video angefangen, ist das unser Essbereich. Den habe ich mir eigentlich sehr schön gestaltet. Ich habe mir, das ist eigentlich noch von Weihnachten, aber ich finde, das passt ja so auch ganz gut. Total schade, gestern hat die Sonne gescheint. Da hätten wir besser filmen können, aber ich denke mal, ihr seht ja so alles. Ja, das sieht halt so aus, ist ein kleines Räumchen. Da haben wir eine Eckbank reingepackt. Ja, guck mal, da liegen sogar noch von meinen Kindern. Die sind von uns früher. Sailor Moon Zeitschriften. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch noch kennt. Ja, wie gesagt, das hatten wir uns hier so schön eingerichtet mit einem Tisch. Schöne Stühle, alles passend dazu. Ich liebe diesen Raum einfach. Ich finde den mega, mega schön. Vor allen Dingen, du hast halt einen Raum, ne, getrennt. Da kostet, da kann dann erstmal alles stehen bleiben. Da kannst du hier in Ruhe essen. Obwohl ich immer die bin, die alles wegräumt. Ja. Aber ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Da seid ihr Heuschnupfen, habt ihr es gehört? Der hat sich ins Kinderzimmer verkrochen, weil der heute echt scheiße aussieht. Und was ich noch zeigen wollte, bei mir stehen immer Blumen rum, auch auf der anderen Seite. Wir gehen jetzt ins Schlafzimmer, denn das ist auch riesengroß. Und da filme ich auch immer meine Videos und dann zeige ich euch mal, wo ich da immer rumsitze. Jetzt sind wir im Schlafzimmer angelangt. Ich habe natürlich die Gardinen zugemacht, während ich das jetzt jeder sieht, unbedingt, wo ich wohne. Das ist das Schlafzimmer, das ist echt mega groß und ich liebe es einfach. Ich hole auch gleich nochmal das Stativ, damit ich mich hier in die Mitte positionieren kann und ihr mich dann seht. Hier drehe ich, hier stehen auch die Wäscheständer, die müssen ja auch irgendwo stehen. Das ist nochmal eine kleine Baustelle, das wird auf jeden Fall noch geändert. Aber hier sitze ich immer und bin am Drehen für euch und schminke mich auch. Ne, mache mich für die Arbeit morgens fertig. Hier habe ich dann ganz viele verschiedene Lippenprodukte und halt alles so zum Schminken. Meine Pinsel. Dann, ich benutze momentan gar keine Foundation, sondern hier die. Die ist auch ganz toll. Ja, meine ganzen Sachen halt ein bisschen Schmuck. Und ja, wie gesagt, hier ist halt das Ringlicht. Und meine ganzen Utensilien. Habe jetzt mein Handy dahin gepackt. Das ist das riesengroße Schlafzimmer. Man kann sich hier auch so in die Ecke stellen. Und es ist echt mega groß, wie so ein kleiner Tanzsaal, haben die vorher gesagt, die hier drin gewohnt haben. Die hatte auch recht und ja, finde ich total schön. Ich habe halt alles schlicht eingerichtet. Ich gehe zwar gerne shoppen, kaufe viel ein, aber ich mag es nicht, wenn die Wohnung so dolle voll ist. Ich hole jetzt mal eben mein Stativ und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zu dem Raum. Ja, diese Ansicht werdet ihr wahrscheinlich kennen oder halt ich Film etwa so ein bisschen schräg, aber Leute, der ist so groß. Guck mal, wie weit ich da hinten aufkomme. Der Raum ist so riesig und ich feiere das einfach. Ich liebe es, ein riesen Schlafzimmer zu haben, weil wie gesagt, ich hier ja auch filme und sonst was. Und wenn es abends ist, ich habe euch das mal abgefilmt, packe ich euch einfach mal mit hier rein. Der Sadi hat hier so einen LED-Streifen hingemacht. Das sieht so geil aus. Ich sehe das immer bei den ganzen Leuten, die streamen und so. Die haben doch immer so blaues, geiles Licht. Das wollte ich unbedingt auch haben. Aber nicht zum Streamen, sondern einfach nur so zum Chillen abends. Ich finde das sowas von schön, ist entspannend und ja,
Dann würde ich sagen, wir gehen rüber ins, sollen wir erst ins Badezimmer gehen? Da sind wir aber noch nicht komplett fertig, denn da kommt noch auf jeden Fall, wollte ich schon seit Monaten machen, aber ich Sparfuchs wollte mal wieder nicht Geld ausgeben, da kommt ein anderer Boden rein. Also da kommt einfach ein PVC-Belag. Oben drüber hatten wir in der alten Wohnung auch. Wenn ich davon noch ein Bild habe, blende ich das gerne mal hier ein. Weil so gefällt mir das auf jeden Fall nicht. Aber ich zeige es euch mal, das ist viel, viel größer als das alte Badezimmer. Und die haben auch ein bisschen was erneuert. Nicht komplett. Ich habe noch diese alten blauen Fliesen, die zeige ich euch jetzt. Und es ist aber trotzdem echt ein schnuckeliges Bad. Also gehen wir rüber. Da sind wir auch schon im Badezimmer. Wir stehen gerade vor der Tür. Ja, der Boden ist halt echt, der gefällt mir überhaupt gar nicht. Aber das lässt sich ja alles ändern, alles cool. Dann haben wir hier unsere blauen Fliesen. Wir wollten die eigentlich anders machen. Wir lassen die jetzt einfach so. So schlimm ist es nicht. Guck mal, fällt mir doch direkt auf. Ich habe mir nämlich die Haare geglättet. Dann hier unten liegt noch eine Stange, die kommt hier oben hin. Ich möchte nämlich die Dinger nicht mehr haben, das gefällt mir nicht. Das soll dann nämlich quasi hier oben so drauf liegen. Da kann man die Handtücher auch drauf machen. Das sieht viel, viel schöner aus. Ja, hier machen wir uns natürlich dann morgens immer zurecht. Da hinten seht ihr die Wäschekörbe, denn ich habe Waschmaschine und Trockner im Raum stehen. Richtig cool. Hier sind halt unsere Sachen. Jeder, der die Bathroom-Tour gesehen hat, der kennt das Badezimmer ja bereits. Uhr muss auch immer am Start sein. Warum? Weil morgens muss ich auf die Uhr gucken, wegen den Kindern. Und ja, wie gesagt, machen wir uns fertig. Das ist eigentlich ganz schön. Dann habe ich hier nochmal von Ikea damals geholt. Damals, als ob das schon voll lange her ist. Das Ding kostet übrigens nur 9 Euro. Voll cool. Ich will das aber auch irgendwie nochmal ein bisschen ändern. Dann, wie gesagt, die haben ein bisschen was geändert und zwar haben die hier neu gefliest und die Badewanne ist komplett neu. Das heißt, da hat keiner vorher reingepupst, außer wir. Ja, es ist halt ein ganz normales Badezimmer. Ja, was soll ich da jetzt großartig zu erklären und zeigen? Hier sind Waschmaschinen und Trockner, das finde ich übrigens voll geil. Und hinter der Tür befindet sich noch ein Schrank aus der alten Wohnung. Den habe ich damals schon weiß gestrichen einfach. Ich weiß nicht, ob das aber alles so komplett bleibt. Ich bin jetzt erstmal zufrieden. Wir lassen das so. Wisst ihr warum? Ratet mal in den Kommentaren, warum der Lappen hier hängt. Ich löse es nachher in den Kommentaren auf. Das ist nichts Schlimmes, ne? Aber der hängt halt immer da. Der hat so seine Position. Ja, dann haben wir letztens hier die noch, die beiden geholt. Die sind vom Ikea. Die sind auch richtig gut. Wisst ihr warum? Will ich euch mal eben zeigen. Die sind mega groß. Da habe ich meine Handtücher und das ganze Zeug. Mein Franzbranntwein, ne? Wir sind ja schon über 30. Da braucht man das ab und zu. Ja, habe ich dann alles so schön reingepackt. Gefällt mir mega gut. Und jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Das ist mit Abstand für mich eigentlich der schönste Raum. Ich zeige euch aber erstmal vom Esszimmer aus, weil ich finde, da kommt der viel mehr zur Geltung. Dann würde ich sagen, wir gehen rasch rüber. Da haben wir ein bisschen was anders gemacht, wie wir das vorher alles hatten. Und ich drehe euch mal rum. Ich habe das hier eben, ne, habt ihr noch nicht gesehen. Das ist das große Wohnzimmer. Das Schöne ist, der vor uns hier gewohnt hat, hat dieses Fenster hier eingebaut. Das ist sowas von geil, weil sonst wäre das nämlich komplett auf. Das heißt, ich hätte hier nichts hinstellen können. Auf der anderen Seite steht nämlich die Couch und wie gesagt, Blumen sind bei mir immer am Start. Die lassen zwar auch schon das Köpfchen hängen, aber ich liebe Blumen einfach. Ja, das ist also unser Wohnzimmer. Ich glaube, ich zeige euch das nur von der Perspektive. Da seht ihr es nämlich am besten. Das ist auch riesengroß. Da steht die Couch. Da habe ich mir ein bisschen Deko auf den Tisch gestellt. Und ich liebe das einfach. Ich finde das auch so schön, dass sie den Boden hier anders gemacht haben. Richtig cool. So ein heller Boden. Und ja, wir fühlen uns eigentlich sehr, sehr wohl in der Wohnung. Wie gesagt, wenn ich noch Fotos habe. Wartet mal, ich drehe euch mal eben rum. Wie gesagt, wenn ich noch Fotos habe von der alten Wohnung auf dem Handy, ich zeige euch die hier ab und zu mal. Das war die Katastrophe. Ich wollte da auch nie richtig was neu machen. Und ja, da war immer nur Ärger. Und ich bin letztendlich froh, dass wir da raus sind. Ihr Lieben, das war es auch schon von der Wohnungstour. Wie gesagt, so riesig ist sie nicht, aber sie ist halt hell, freundlich. Wir fühlen uns hier richtig wohl. Man merkt den Kindern das auch an. Und ja, ich habe nämlich in der alten Wohnung nie jemand eingeladen, weil mir das immer peinlich war. Wir haben auch noch ein Gartenstück unten, das kann ich euch aber jetzt nicht zeigen, da stehen nämlich alle Autos geparkt. Ja, ihr Lieben, ihr könnt mir ja in den Kommentaren verraten, wie ihr die Wohnung findet und wie ihr so lebt. Also ich mag gern so jemand, der halt ganz minimal Sachen stehen hat. Ja,
Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, mal in den Kommentaren, wie euch die Wohnung gefällt. Und ich würde sagen, wenn du Bock hast, dann schalte beim nächsten Video auch ein. Ich werde den Zadi jetzt aus dem Kinderzimmer rausholen. Der wartet ja, dass ich fertig bin und ich muss gleich zur Arbeit. Ihr Lieben, dann macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Du kannst ruhig wieder rauskommen, wenn du willst, ne? Oder willst du da übernachten? Ja. Du bist befreit!